So, einen wunderschönen liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück. In der großen Taverne zum Fuchs. Und die ersten roten, orangen Leute kommen auch schon wieder. Erhöhe ein Level eines Mitarbeiters. Okay, ganzen Tag. Stopp. Hat jemand schon bestellt? I hope not. Nur Desserts heute. Gucken wir mal, ob wir das diesmal hinkriegen. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Hello, ich will da drauf drücken. Hello? Sir? Hello? Hello? It's me. The Fox. Es funktioniert nicht. Why? So, da kommt erstmal wieder die Feier. Hello! Ich will da drauf drücken. Worum geht's nicht? Mehr denn halt nicht. Warum auch immer. Wir speichern mal. Und laden. Bediene Kunden. What? Okay, kann ich jetzt? Ah, jetzt kann ich drauf drücken. Okay, alles klar. Perfekt, weil dann möchte ich gerne Erdbeeren haben. Boah, kostet 600. Hä? Was ist passiert? Nächster Tag. Hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Lol, ich habe gespeichert und beendet und dann hat er automatisch gesagt, nächster Tag. Lol, jetzt sind... Okay, ja, wir haben jetzt somit den Tag übersprungen und sind jetzt im Minus. Toll. Das ist richtig. Lol. Okay. Ja, man muss bedenken, das Spiel ist noch im Early Access. Kann mal passieren, sowas. Genau, ach, das ist jetzt echt blöd gelaufen. Noch mehr, dass wir genug Geld kriegen. Eine Butze ist voll mit 80 Leuten. Alter, sogar 2000 kriegen wir jetzt. Das hat sich einfach verdoppelt. Kam während wir am Spielen waren jetzt ein Update? Verstehe ich nicht. Davor war es 40, oder? Safe. Davor waren 40, jetzt haben wir das Doppelte. Gerade so kriegen wir auch die Leute hier rein. Also in unserer Taverne passen 80, 90 vielleicht. Ganz knapp 90 passen, nee, nicht mal 90 passen rein. 80 ist schon das Höchste der Gefühle fast. Ja gut, ja. Den kann ich dir auch mal losschicken. Wir brauchen wieder Erdbeeren. Das sind aber keine guten Leute. Wo sind denn unsere guten Männer? Ah, 78 bin ich nicht Fan von. So. So. Ja gut, haben wir ein bisschen getrickst. Haben einen Tag verloren. Leider. Ein Tag, was uns gut Geld hätte bringen können. Aber hey, damit schalten wir jetzt gleich die Forschung frei. Immerhin.
Dann bin ich gespannt, ob es denn hier so ein riesiges Forschungstable-Ding gibt oder so. Auf jeden Fall müssen wir wieder ein paar Dinger hier hinpacken wieder. Sitzplätze, das waren die Runden, oder ja? Und das da. Nein, die kleinen brauche ich. Jetzt habe ich schon wieder fast kein Geld. Die Teppiche brauchen aber ordentlich Geld. Und hier könnten wir wieder ein Ritterding hinpacken, wenn wir genug Geld haben. Ah, stimmt. Halt, stopp. Wir haben doch jetzt neue Bodentexturen. Sieht doch schick aus. Da wissen sie sofort, okay, hier ist der gute Bereich. Sieht gut aus. Ich glaube, den Bereich machen wir dann auch oben hin. Und hier bleibt es. Das ist hier der Keller. Der dunkle Keller. Für Dinge. Ich habe mir schon wieder vergessen, was sie trinken zu holen. Ich rede mir hier den Mund trocken. Mein Kaffee ist auch alle. Ja, Kaffee ist nichts mehr drin. Obwohl, wenn man Durst hat, sollte man keinen Kaffee trinken. Kaffee dehydriert ja. Entzieht dem Körper ja Wasser. Was viele halt nicht wissen. Wenn man viel Kaffee trinkt, dann muss man auch normales trinken. Ansonsten hat man ein Problem. Aber hier haben wir ja überall einen Teppich, ja, haben wir. Fehlt uns wirklich nur noch die hier, die noch einen Teppich brauchen. Das ist krass, wie viele gelbe Leute hier rumlungern. 80 Stück. Cool. Ja, doch, so ist schon in Ordnung, wenn die so stehen. Oder vielleicht doch einmal drehen? Nee, so ist in Ordnung. Und hier kommt dann noch der etwas bessere Bereich nochmal irgendwann erweitert, wenn wir zu viel Geld haben. Dann hätten wir den unteren Bereich komplett ausgenutzt. Dann können wir nur noch in die Höhe bauen. Oh, die ersten Forschungsdinger gehen nach Hause. Sehr gut. Wenn wir die Forschung geschafft haben, Pause. Kommt, 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 kommt. Weil dann könnte man vielleicht ein paar gelbe Leute noch irgendwo anders reinstecken. Stopp! Gelbe Leute reinstecken. Hier. Das Lager. Ah, cool. Können wir denn theoretisch entweder in der Küche lagern oder vielleicht doch hier in den anderen Bereich. Ja, machen wir hier die Forschung beginnen.
Dann können wir hier noch ein paar goldene absahen, die hier noch drin sind für die Forschung. Da ist der Fuchs ein Fuchs, Alter. Da, ja. Der Intel-Fuchs. Theoretisch könnte man bei der Küche auch hier eine kleine Wendeltreppe machen und da über der Küche noch eine Küche machen. Ja, nee. Passt schon. Müssen Leute halt hier hoch, um die Leute zu bedienen. Na, Geld. Nice. So, das haben wir auch erledigt. Dann könnten wir die Forschung wieder abschalten und diese Forschung reinmachen. Und dann gucken wir mal. Special. Wo ist jetzt das Forschungsding? Vielleicht hier einen Forscher anheuern? Forscher. Eine Forscherin. Okay. Da will ich schon fast sagen Maria, oder? Mehr Kunden. Mal gucken, Maria. Schneller XP? Nee, ich würde schon fast sagen Maria. Aber was nützt... Hä? Das bedeutet, die chillt da irgendwo ihr Leben, oder? Was muss man da machen? Mir hat ja auch niemand was gesagt, wie das zu funktionieren hat. Mit der Forschung. Hier, Forschungstisch. Das ist es. Jo. Dann kann ich die Forscherin einstellen. Alles finde ich sehr interessant. Dass die Forscher weiblich sind. Ich dachte, wir kriegen da so einen Typ mit Brille oder so einen alten Sack. Aber sowas. Ja, welche? Ich glaube, wir nehmen Maria. Oder gibt's noch was mit mehr Forschung? Schnelle Erfahrung, mehr Kunden. Einmal nochmal. Langsamer, schnelle Erfahrung, mehr Kunden. Ja, keine Ahnung. Ah, guck mal hier, männlich, Randall. Ah, hier sind die Männchen, okay. Ach, wir nehmen was Weibliches. Sollen mehr Kunden hier, Miss Bubi. Das ist die, genau. Elisa nehmen wir. Weil sie wird hier sein. Es gibt kein Bücherregal. Bücherregal? Was? So?
Aber interessant, dass es ein Bücherregal braucht. Ja, nee, so passt, denke ich mal. Vielleicht noch so ein Ritter. Er kommt dann wieder hier hin. Zack, vor die Tür. So, geil! Bedeutet, sie ist für die Abenteuer. Das ist die Rezeptionistin von der Abenteuergilde. Finde ich gut. Cool. Nächster Tag. So, sie geht jetzt hier zum Buch und fängt an zu studieren. Machst du gut. Okay, servieren den ganzen Tag Suppen. Job kriegen wir hin. Hat schon jemand was bestellt? Nee. Heute ist Suppentag. Guck mal hier. Für nur 200 Punkte. 20 Punkte. Heute gibst du Suppe. So, wie funktioniert das jetzt mit Forschen? Habe ich gemacht. Also sie forscht jetzt automatisch. Okay. Irgendwann natürlich. Oh, ich finde das so gut. Mit der Forschergilde hier. Richtig gut. Nicht Forschergilde. Ach, was rede ich denn hier? Mit der Rezeptionistin der Abenteuergilde. So, wenn wir auch mehr Geld haben, kriegen die Leute vom vorderen Tisch noch ein bisschen mehr Teppich. Die haben Bier komplett weggesoffen. Ja, verständlich, die Ritter mal wieder. Nur am Saufen, die Ritter. Nur am Saufen. Ding, ihr ist ein Licht aufgegangen. Oh, ich finde das gut. Rezeptionistin, sie ist sogar blond. Und heißt einfach Elisa. Elissa? Ist Allison. So, heute gibt's nur Suppe. Das gibt natürlich einen richtigen Boost. Und Rosalie hat auch ein Level Up. Nice. Na, guck mal, wer da ist. Der Gildenmeister. Ja, obwohl, nee. Der Gildenmeister hat einen Strich hier gehabt. Halt ein Veteran. Die ist, glaube ich, auch neu, oder? So einen Rotschopf hatten wir lange nicht mehr gehabt, oder? Oh, das Gewusel hier in der Taverne finde ich gut. Und die kriegen die volle Dröhnung ab. Die volle Dröhnung an Mucke. Und hier, wie sieht's in der Küche aus? Sind da alle fleißig? Ja, ein Suppenkoch wäre natürlich richtig cool, aber es passt schon. So, Mitarbeiter gelevelt. Wusste ich gar nicht, dass ich die Quest drin habe, aber nice. Das gibt's. Nice.
Das ist jetzt auch schon auf Stufe 1. Aber theoretisch sind jetzt alle unsere Essenssachen, die wir anbieten, auf Stufe 1. Tomatensuppe geht richtig. Und das ist bald auf Stufe 2. Aber noch kein Essen auf Stufe 3, leider. Na, schade. Doch, Brot haben wir geschafft. Stimmt, da war was. Und da braucht man ja 30 Leute für. Mhm. Gehen wir in die Forschung rein, weil die 30 Leute machen wir dann per Event. Dann kann sie hier ein bisschen rumforschen. Dann machen wir hier Event. Erdbeeren haben wir nicht. Alter, wie viel ihr braucht, ihr Spacken? Kann doch nicht sein. 60, 50. Da muss ich ja ordentlich an Wikinger Scene Party. Okay. Boah, das wäre nice. Aber dafür fehlt uns das Rezept und wir brauchen Fleisch. Wir können es aber machen. Wir brauchen nur das Rezept und das und hier. Krass. Okay. Und warum wollen die Wikinger Walnüsse haben? Weil die Walnüsse mit ihren Kopf aufmachen? Walnusskuchen. Ach so. Nee, ich würde dann sagen Weinverkostung oder nur Limonade. Nee, ich würde sagen das da. Könnten wir theoretisch Dings boosten. So, du bist schneller im Tragen. Guck mal hier, der trägt schneller, als er normal am Laufen ist. Richtig gut. Boah, ein Hotel wäre bestimmt auch richtig cool. Hotel machen wir denn in der zweiten Etage? Cool. Das wäre natürlich auch richtig nice. Machen wir oben ganz viele kleine Räume. Hier kommt dann auch eine Toilette hin. Hier mache ich Toiletten hin. Ah. Nee. Ich glaube, die wird sich nicht so wirklich drüber freuen. Wenn die Leute hier die ganze Zeit reinkommen, um dann abzuseilen. Na, das wird lustig. Seine hier schön ab. Tag, wie geht's? Und erstmal schön den ganzen Raum voll stinken. Ob man die draußen platzieren kann, die Toiletten? Gucken wir mal, wenn wir irgendwann da mal angekommen sind. Wow. Die ganze Masse, wie sie jetzt weggeht. Ach so, Mitternacht deswegen. Und wir haben es geschafft, den ganzen Tag Suppen zu verkaufen. Geil. So, Zutaten. Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch Zutaten kaufen. Dann haben wir das auch erledigt. Natürlich wird wieder ein Punkt. Ich fasse es nicht. Ja, wie ein Tag lang Desserts. Okay, dann wird morgen Desserts nur gemacht. Nice, dann haben wir das morgen dann auch fertig. Mal gucken, wenn ich jetzt nächsten Tag mache, sind wir fast im Minus, glaube ich. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.